Stuttgarter Kickers bedeuten für mich so ein bisschen Stabilität im Leben, einfach eine Regelmäßigkeit, Tradition vor allem und aber auch Familie. Ich bin die Selin, ich bin 26 Jahre alt, ich bin geboren und aufgewachsen in Nürtingen und bin seit meiner Kindheit Stuttgarter Kickers-Fan. Also ich wurde da reingeboren, vor allem mein Vater hat mich da stark geprägt, der ist auch schon immer Kickers-Fan. Und mein Vater erzählt immer wieder davon, dass 91 die Kickers gegen Bayern 4-1 gewonnen haben. Und das ist natürlich als Kind schon beeindruckend, wenn man das so hört. Also im Stadion findet man mich schon meistens im B-Block tatsächlich, teilweise aber auch im C-Block, wenn ich mit meinem Vater dann zusammenstehe. Aber ich bin schon oft auch da mit meinen Freunden und Freundinnen im B-Block, einfach auch fürs Feeling, um das zu genießen. Wie man ja weiß, hört Stuttgart am Neckar auf. So, das heißt, die Option gibt es einfach nicht. Und ich würde schon sagen, dass hier auf der Waldau, es ist überall ehrlicher Fußball, aber es ist schon nochmal was anderes, gerade auch mit der Tradition im Hintergrund und auch dieses Familiäre in diesem Stadion. Man kennt die Leute einfach, es ist einfach auch ein Happening, hier herzukommen und mit den Leuten zu feiern, sich zu freuen, aber auch mal zu leiden, traurig zu sein. Was mich bewegt, Kickers-Fan zu sein oder auch zu bleiben, jetzt mit den Auf und Ups, sind gerade, würde ich sagen, diese Auf und Ups. Also man ist kein Erfolgsfan, sondern man steht und fällt mit dem Verein, mit der Mannschaft. Und das ist schon auf jeden Fall was Besonderes. Also ich denke, das nimmt man nicht überall mit. Und der härteste Moment, den ich mitgemacht habe, da sind tatsächlich auch Tränchen geflossen, war der Abstieg in die Regionalliga, der wirklich sehr unglücklich war. Ich denke, alle Kickers-Fans werden sich daran erinnern. Ich wünsche mir für meine Stuttgarter Kickers in der Zukunft, dass sie erstmal jetzt den Meilensteinaufstieg schaffen. Ich möchte es nicht verschreien, aber ich glaube fest daran, auch das Torverhältnis ist ja vielversprechend. Und ich sehe unseren Verein definitiv wieder in der dritten Liga. Ich denke, da gehören die auch hin. Und ich glaube auch, dass es machbar ist, vor allem jetzt auch mit dem Trainerteam und der Mannschaft sehe ich da wirklich einen guten Weg. Also Leute, Farbe bekennen, blauer werden, auf die Blaue.